Dann zurück für die, die es unbedingt sehen wollen, habe ich gedacht, mache ich hier jetzt einfach weiter. Alle, die jetzt sagen, oh nee, diese ganze Warterei auf die Knete und dass das auf die Warterei insgesamt, die können jetzt weiterschalten bzw. auf den nächsten Titel gehen. Nein, Witz. Macht den einfach bei, wir sind bei 6, dann macht bei 7 einfach weiter. Ich will jetzt mit euch das doch noch zu Ende spielen, habe ich gedacht. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das hier sehen wollt. Oder ob ihr sagt, okay, das ist wirklich zu langweilig. Wir switchen das Ganze und machen dann mit dem nächsten weiter. Also nur 7 wäre es dann theoretisch. Es hakt jetzt ein bisschen, es kann sein, weil ich nebenbei, darf ich gar nicht sagen, ich renne da gerade noch schnell. Weil sonst schaffe ich das alles nicht. Ich will ja alles so schnell wie möglich für euch bereitgestellt haben. Nee, okay. Wir warten jetzt mal darauf, dass wir Knete kriegen. Das heißt, wenn wir Knete kriegen, können wir den erweitern. Erweiterung bedeutet automatisch, dass wir im Wert steigen und bla, schwalla, schwalla. Gut, wir haben schon ein bisschen was. Ich habe gesagt, ich mache jetzt hier keine Kunstwerke, sondern ich baller das hier einfach nur hin. Und ihr dürft dann selber entscheiden, ob es gut war. Also gut oder gut war. Wir können es gucken. Da ist noch ein Bäumchen zwischen. Ach, das ist ein gerades Stück. Ach Mist. Na ja, gut, wo ich dann dabei war. Bisschen ästhetisch muss das schon sein. Massenlöschen machen wir da ein. So, zack. Und dann löschen wir das. Zack, zack, zack. Den Weg, dann mittel und gewunden. So. Nee, irgendwie will das nicht. Dann muss ich es so machen. Okay, einmal im Kranz rum. Und wir sollen auf alle Fälle uns im Wert steigern. Das bedeutet automatisch, dass wir investieren müssen. 400 für den Weg. Eieieiei, das war teuer. Sehr gut, dann weiter. Attraktion. Ich mache hier nochmal diesen Schleuderspaß. Den hatten wir noch nicht. Habe ich aber nicht genug Knete zu. Das ist natürlich schlecht. 1,8. Generieren wir mal ein bisschen Knete. Was sagt denn unser Cashflow? Wir können auch einen Kredit aufnehmen. Will ich jetzt noch nicht machen. Das mache ich nachher als letztes. Machen wir das wieder so. Ach, doch. Denn wenn wir hinten raus noch ein paar Kröten brauchen, dann machen wir das über den Kredit. Fertig. Also da werde ich jetzt nicht so lange warten. So. Mir fällt gerade was ein. Ich muss noch ganz kurz ein Fenster aufmachen. Sonst seht ihr nicht oder sehe ich es nicht, wann ich fertig bin. Vielleicht wird es dann noch eine Folge mehr. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Also das heißt, zügig durch diese ganze, durch das ganze Schlamassel durch. Und immer noch, Leute. Eins der nervigen Nachrichten ist tatsächlich, hier ist so dunkel. Macht die Augen auf, dann seht ihr ein bisschen mehr. So, eins. Aber tatsächlich, diesen Monat Profit gemacht. 6 Kröten. Okay, der läuft gut, der Laden hier. Schaut. Also der hat es auf alle Fälle gebracht. Wir müssen nochmal nachziehen, deswegen wegen Futtern. Da sind sie sich noch nicht ganz einig und schauen wir nochmal hier, was sie sagen. Wege sind ekelhaft, ja. Das heißt also, wir müssen. Haben wir jetzt schon 3? Ja, vielleicht doch noch einen einstellen, ein. Ein Gebäude für Reinigung. Grüner Kopf. Grüner Kopf bedeutet nichts Gutes. Der ist kurz vorm Übergeben. So, wir übergeben uns auch mal. Nee, Witz. Wie haben wir denn jetzt? 2, wir machen 1,8. Schleuderspaß. Hoffentlich bringt Schleuderspaß noch ein bisschen Besucher rein, weil wir müssen jetzt viel generieren. Ne? Also, wie gesagt, hier ist es wieder viel hilft viel. Okay, in der Walle. Mal schauen mal, was der an der Walle hier sagt. Wie der voreingestellt ist. 30 Minuten. Finde ich okay. Kaputt. Oh, jetzt haben wir jemand. Physik-Achterbahn. Super. Hallo, Follower. Mein nächstes Experiment führt mich zu Ellenbogenraum, wo ich eine Drehachterbahn testen werde. Nur im Dienste der Wissenschaft natürlich. Okay, ja. Eine Drehachterbahn. Zack. Achterbahn und eine Dreh. Holz, Teil, Looping, Sturz, Bodenlohn, Fliegen, für Dreh. Pakete Achterbahn, aha. Ding. Drehachterbahn. Was kostet die? 3,6. Hab ich nicht.
Ja. Wie lange? 2. April? Werden wir uns leider wieder dahin bewegen, wo ich das eigentlich nicht haben wollte. Wir werden jetzt hier nochmal einen Kredit aufnehmen von 10.000. Furchtbar. Monatliche Zahlung 8,75. Das heißt also ein Jahr lang. Da kommen wir fast bei dem raus, was wir ungefähr reingezahlt haben. 5% jährlich Zinsen ist okay, kann man mit leben. Geht schlimmer. Jupp. Und diese Drehachterbahn nehmen wir da mit. Damit er hier auf alle Fälle wieder Leute reinschiebt. Ohne die werden wir hier nicht glücklich. Ich werde hier jetzt mal die grobe Kelle wieder auspacken. Ja, was löschen. Ich darf gar nicht sagen, woran ich immer ständig denke. Also für abstrakte Menschen, die ein bisschen zu viel Fantasie haben, kommen auf so einen Blödsinn. Also bestimmt die Hälfte von euch, aber nichts Tolles. So, 3 haben wir gesetzt. Dann haben wir auf alle Fälle die fertig. Und ich würde gleich automatisch die andere hier bauen. Das war die Schleuderspaß. Mal so rummachen. So. Machen wir hier Pause. Und verbinden den ganzen Kram. Wo ist denn das? Da. Verbinden den ganzen Kram. Hey, kommt rein, guckt raus. Gut, passt. Und raus. Ich mache den Weg jetzt erstmal unspektakulär. Unkompliziert geht auch. Eine Größe. So. Ist noch gewunden, ne? Ja, genau. Okay. Und wo geht's denn hier? Es hakt ein bisschen. Das tut mir leid. Muss ich jetzt vorher entschuldigen? Mich entschuldigen? So. Nee, das passt nicht. Ui. Ja, das ist ja fies. Gut. Wie komme ich denn hier raus? Darf ich wirklich nicht? Doch. Ja. Gut, und jetzt nur noch den Weg rein. Also hier mit der schönen... Ne, das muss basic sein, ne? Mit denen hier. So, gut. Ich hätte gerne von euch hier mal ein Sümmchen. 7. Öffnen. Fertig. Mal gucken, ob sie es bezahlen. Immer gespannt. Hier mache ich 3, 2 so. Oh ne, da mache ich 3,50 öffnen. Gut. Und weiter geht's. Jetzt habe ich schon wieder alles ausgegeben. 10.000 in den Sand gesetzt. Ne, in den Sand ja zum Glück nicht. Darf ich ja nicht sagen. Denn wir versuchen jetzt tatsächlich mehr Leute reinzukriegen in den Laden. Und das wird uns gelingen, das sage ich euch jetzt schon mal. Nur wie gut, ist die Frage. Ups. Kriegen wir jetzt mehr Leute rein? Wo sind wir denn jetzt? Bei was, fast 500? Joa, ist alles kaputt, ist klar. Warte, das hier schnell löschen. Mehr als kriegen wir gar nicht. Aber ich sehe, so viel Minus machen wir nicht. Also gut, wir warten jetzt den nächsten Monat ab. Da wird sich dann entscheiden. Muss man schnell was trinken. Ach, Google, Google. Gut, bezahlen sie die oder nicht? Ja, also sieht danach aus, dass sie das bezahlen. Das wäre schon mal von Vorteil. Das bedeutet, oh, jetzt war 500. Oh, ist so dunkel. Ja, ich weiß, dass es dunkel ist. Oh, jetzt aber guck. Machen wir doch ein bisschen mehr Minus, als ich dachte. Was ist hier? Die Resonanz auf dem Schleuder ist. Okay, da kommt einer.
Der rennt da durch und will sauber machen oder was? Ich weiß es noch nicht. Okay, ja, hier kommen sie. Also, Statistik angucken, mein Lieblingsfach ist. Also, wenn ich jetzt ein bisschen mehr muss ich generieren. Ich weiß aber nicht, warum ich 500 nicht überschreiten darf. Vielleicht, wenn der Typ jetzt da war, das will ich ja hoffen. Wo ist denn der gewesen? 99 Tage. Oh, das dauert noch ein bisschen. Oh. Er hat mir jetzt auf alle Fälle die Bekanntheitsstufe 4 gegeben. Mal sehen, was das mit uns macht. Auf alle Fälle dümpeln wir immer noch bei 500 Besuchern rum. Vielleicht dürfen wir gar nicht mehr reinlassen. Aber der Cashflow passt. Auch wenn ich jetzt da sehen wir, wir kommen jetzt ein bisschen ins Plus. Na Leute, jetzt kommt, besucht uns doch. Zack. Jetzt steigt er. Jetzt wird es doch mehr. Gut, apropos mehr bedeutet auch automatisch. Oh, 5 pro. Wir muss das doof ist, müssen wir jetzt alles wieder abzahlen. Das kann ja wieder dauern. Aber ich mach glaube ich nichts. Wir haben ja eh die Bewertung gekriegt, ja. Genau. So, 20.000 haben wir. Aber wir sollen jetzt. Ich mach plus, aber nicht wenig, ey. Leute, was ist los? Naja, gut, die Gäste kommen dazu. Das kann dran sein. Dass wir jetzt einem Gäste-Ding steigen. Sind wir fast bei 600 dann. Ja, freut mich. Ist super. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so gut funktioniert. Komm, 600 oder was? Schneller, schneller. 1.100. Naja, gut. Das werde ich jetzt nicht immer haben. Aber umso mehr Gäste hier drinnen, umso wahrscheinlicher ist, dass viele, viele, viele Leute mit den Bahnen fahren. Nervenkitzel. Ja, 800. Okay. Wäre schön, wenn wir noch so futtern hier hinten hinbauen könnten. Dann können wir den Punkt, den zentralen Punkt nach hinten verlegen. Alle Fälle watscheln sie hier rum. Also im Kreis. Das war ja so mein Bestreben. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz bei der Heatmap. Was wir jetzt mit was einnehmen. Ja, siehste, geht doch. Ja, das ist natürlich nicht so rentabel, dieser. Aber der macht halt eben schon Spaß. Ja, also Kinderkram geht nicht so gut. Die Toilette macht sogar fast Gewinn. Nee, bin zufrieden. Und der ist jetzt halt eben ein bisschen raus, ne? Ja, dann günstiger. 8,600 haben wir überschritten. Und hier bin ich am überlegen, es kann sein, dass es ein bisschen teuer ist. Nee, aber gut gehen. Wir gehen rein. Ich brauche mehr Leute. Okay, neuer Monat. Ja, neuer Monat, also abgeschnitten haben wir letzten Monat. Mit 63 Minus. Alles gleiche. Sag ich jetzt nichts zu, das ist echt gar nicht verkehrt. Wir müssen ja immer noch die 800 abziehen, dass es passt. Machen wir also ausreichend Gewinn, dass wir im Endeffekt das jetzt durchlaufen lassen können. Themendichte. Themendichte. Ja, die sind natürlich echt wirklich müllig angelegt, aber gut, was soll's. Und was mich ein bisschen nervt, ist unsere. Ach, den haben wir ja weg. Den Animateur haben wir ja weggeschmissen, weil er nichts getaucht hat. Aber der Animateur sollte theoretisch was taugen. Naja.
So, was haben wir denn noch? Können wir noch irgendwas hier ausprobieren, während wir warten? Dekoration! Ja, Lampen müssten wir theoretisch aufstellen, damit diese Meldung, die ungefähr 200.000 Mal pro Sekunde kommt, auch abdecken. Nee, aber das ist egal. Lassen wir so. Finance. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, wie gut es läuft. 100 minus, also wenn man nicht... Wenn wir bei Oma 100 minus oder vielleicht ein bisschen mehr plus. Sehr schön, wenn wir so... Sagen wir 150 minus haben, das ist schon Opti. Jetzt werden wir einen Nachteil haben. Ist nämlich der Nachteil, dass hier die Parktickets nicht mehr... aber was wir mal machen können, ist weiterhin analysieren, ob wir ein bisschen mehr... Ich bin erschöpft hier. Ob wir nicht ein bisschen höher gehen können mit dem Park. Gedanken, wo ist denn das hier? Da bin ich erschöpft, da war ich dann auf Toilette. Bezahle ich doch nicht so viel. Für was bezahlst du nicht so viel? Achso, den da. Gedanken, Twister. Ja, irgendwie... Hunger. Ja, das gibt mir Hunger. Genau, das wollte ich nicht machen. Aber Leute, ich würde hier mal ein bisschen... ein bisschen mehr verlangen. Bla 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 bla. Joa, der schöne Park hier. Der wird gar nicht als Park genutzt, das ist einfach irgendwie so ein Durchgang. Ich hätte es mal vorher hochsetzen müssen, ne? Naja, gut, ist jetzt nicht so wild. Theoretisch mal zu dem Personal und diese, was ist Hausmeister? Oh, naja, Sanitäterstand da, Parkservice. Ja, das wäre cool, wenn ich da noch einen bauen könnte, aber kann ich nicht. Der ist da, ne, wo ist der? Hab ich keinen? Doch da. Wieso sind die denn alle so angepestet? Oh. Mag mexikanisches Essen nicht. Ist denn Burger jetzt mexikanisch oder amerikanisch? Okay, das heißt, dass ich muss mir Auswahl schaffen. Ja, mit keinem Geld kann ich viel Auswahl schaffen. Ja, das ist natürlich klar. Nein. Okay, ja, das gibt auch noch welche, die sich freuen, das ist schön, aber ich mache keinen Gewinn mehr, so. Na ja, nicht, aber ich bin jetzt pendelig bei 200 minus ein, das ist okay. Ich krieg mal noch Besucher, hab 300 plus, kann jetzt mal gucken, was so die Geschäfte, wartet mal. Da wäre schöner, wenn da ein paar mehr kommen könnten, ne? Schleuer, jetzt sage ich doch nicht so viel, Schleuer war toll. Mein Mittag bleibt drinnen, bla bla, also nicht so viel. Das heißt, ich setze den jetzt dann nochmal runter auf 15. Vielleicht kommen dann ein paar mehr. Was sagt ihr hier? Mit 3 Euro. Hey. Ja, die wollen alle nicht so viel zahlen, ne? 3 Euro. 2 Euronen. So, jetzt mal hier gucken, was sagt der hier?
nicht so viel auf 2. Der geht ja normalerweise mal recht gut. Ist der denn jetzt gut? Ach, komm. 2,50. Dadurch, dass ich den vorne den Park erhöht habe, habe ich jetzt einen Nachteil. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war, was ich tat. Ja, hier passt der Preis mit 3,25. Was sagt der hier? Stundenlang schwer Spaß. Das passt nicht drauf. So, du bleibst es so. Okay. Ja, mal gucken. Ja, das wusste ich auch nehmen kann, aber ich mach Plus. Allein habe ich das gar nicht richtig gesehen. Ich mach Plus. Was ist denn hier kaputt? 13. Hä? Freut mich. Kann sein, dass es dadurch, dass ich günstiger gemacht habe, mehr Leute ansprechen. Hm. Was hat er denn hier? 4,35 Rinn. Attraktionsverkäufe ein bisschen gestiegen. Essen ist gleich geblieben und das Eier würde ich ein paar mehr Souvenirs verkaufen. Ne? Aber freut mich. Ich bin jetzt nicht gänzlich blank. Und wenn man plus minus 0 rausgeht, ist der schon. Kann man ein Jahr warten und dann haben wir gewonnen. Bitte warten. Bitte warten. Bitte wenden. Wenn denn denn. Wen gibt's nicht so viel, was los? Wir sind ekelhaft dran. Zahlen nicht so viel. Ach Leute. Ja, ich hab's verstanden, dass sie das Essen nicht haben will. Na, ja, jetzt müssen wir laufen lassen. Financen? Wie lange noch? Achso, ja, ein Jahr und 2,4 haben wir noch abzuzahlen, okay. Dann haben wir das auch gleich. Bing, bing, bing. Und Laterne, Laterne, Laterne. Und Darlehen. Oh ja, Darlehen. Hm, das könnte hier mal. Nein. Das könnte ich nicht aufnehmen. Es geht. Oder? Habe ich mich geirrt? Nee. 2. Komm, Leute. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Familienkampagne. Ich bin ja auch so ein bisschen blöd, ne? Ich hätte damals ein bisschen Attraktionen hier Dings machen sollen. Nervenkitzel. Achterbahn habe ich ja nicht. Abenteuer. Hm, okay. 2 noch. Wir haben's gleich. Und dann? Parkbewertung. Das ist ein bisschen blöd. 30.000 finde ich viel. Aber vielleicht kriege ich dadurch, dass ich den Park vergrößere, gleich schon mal ein bisschen mehr Parkbewertung dazu. Und ich werde hier das Essen gleich mal ein bisschen, ich sag mal, vervielfältigen. Dass die Leute dann auch dahin gehen können, wo sie selber hin wollen. Was hat das hier zu bedeuten? Die Einkommen, laufende Kosten, 100 Euro. Genau, das ist natürlich gar kein Gewinn. Was hat er hier? Ja. Gesamtgewinn 13.000. Was hat er hier? 4.000. Ja, das ist nichts. Da sind auch nur 3, 6. Ein bisschen später gekommen. Was machen die Toiletten? Bringen die was rein? So, 200. Aber der muss mehr haben. So wie, ne. Sieht so aus, ne? Dass da mehr Leute reingehen, aber ist nicht so. Haben wir hier? Au, das ist ja wirklich wenig. 700? Ein bisschen lächerlich. Und der macht Verlust? Das ist natürlich echt totaler Mist. Und du? 2,9. Und du? 1. Der hier? 200. Der macht auch Verlust. Ja, das muss ich vielleicht ein bisschen mal anders anordnen. Der macht auch nur knapp Gewinn. Also was ist noch nie? Also 2 Geschäfte komplett minus. Die sind ja Müll. Was soll ich mit dem machen?
Hier wollen die alle nicht mitfahren. Die wollen alle nicht so viel zahlen. Die wollen? Nicht so viel? Na, jetzt kommt mal mit. Ja. Jeep. Ein Euro. Das ist aber viel zu teuer gewesen. Der will nicht mal einen Euro zahlen. Ist er Schotte oder wie? Ja, jetzt geht's. Da kommen wir hier rein. Das heißt, die wird benutzt. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier gehen wir auch mal drastisch runter. Ja, das sieht auch besser aus, da bezahlen sie. Ne, also dann machen wir das so. Zack. Ja, das können wir lassen. Das passt. Hier gehen wir auch einen runter. Oh, hier geht auch drastisch runter. Ach, oh, was soll ich denn hier rum? Ach, Leute, räumt doch mal auf. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen wieder in Piste zu treiben. Auch die ganzen einzelnen Attraktionen. Wäre ja schlimm, wenn wir da nicht Gewinn machen können. Okay, was ist hier? Kann mir jemand sagen, wo ich denn nicht leider in 1 Runde nochmal verlaufen? Ja, also, wer passt auf mit dem Preis? Wenn sie kommen, ja, wenn sie kommen, dann kommen sie drin. Okay, passt. Hier ist die Warteschlange jetzt auch ein bisschen länger. Das heißt, also hier würde ich jetzt auf. Ist das jetzt eigentlich pro Stunde? Auf den Kosten pro Stunde? Gewinn pro Stunde. Okay. Beliebtheit. Schlecht. 25. Hm, 25. Aber, wenn man jetzt die Finanzen guckt, dann würde es sich ausgehen jetzt. Mit dem, was da drin ist, also das würde funktionieren. Das könnte sein, dass der irgendeinen Gewinn abwirft. Und was ist hier mit? 11. Ja, hier machen wir gar keinen Sinn. Das ist natürlich bescheuert. Okay. Einmal maximale Wartezeit. Hm, maximale Wartezeit. Hm. Kann ich beliebig. Hm. Ja, ist halt eben teuer. Ne? Müsste eigentlich noch höher. Ja, geht. Okay. So. Muss so hoch, sonst macht er gar keinen Gewinn. Also jetzt macht er wenigstens Gewinn. 198 zu 251. Das passt. Was sagt er hier? Den lasse ich so. Der macht wirklich ein bisschen Gewinn. Der macht auch Gewinn. Oh, der macht jetzt kräftig Gewinn. Das passt. Ja, ja, ich sehe es ja. Jetzt stehen da auch genug Leute dran. Ich habe einfach nur falsch geplant hier. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich das ja alle schreiben können. Du wisst das ja bestimmt alle besser als ich. Was ist denn hier für ein Problem, dass sich hier alles knüppelt? Ach so. Ja, doof ist, mehr Leute wollen auf Klo, als wir Klohörchen haben. Na ja, dann. Wie sieht, was da sagt denn unsere Finanzen? Haben wir es bezahlt? Wir haben es bezahlt. Ich baue jetzt als erstes die Klohäuschen, oder? Leute? Fangen wir klein an. Erstmal Klohäuschen. So. Und da strömen sie. Genau, damit wir ein bisschen
wegkommen von diesem Knete. Aber es sind immer noch so viele. Ja. Okay, gut. Und zum Futtern brauche ich nochmal. So wie mir. Ich wollte asiatisch bauen. Wie viel haben wir denn jetzt? 700. Ne, warten wir ein bisschen. Das Ding macht auf alle Fälle nachher Gewinn. Und ich hoffe, dass ich mit einem Gebäude hinhaut. Dass ich hinhaut mit einem Gebäude. Vielleicht muss ich da noch ein Toilettchen hier hinschmeißen. Okay, aber wir machen jetzt definitiv so viel Gewinn, dass es sich ausgeht. Ich hoffe, dass es reicht, Leute. Sieht dann aus, dass es sich ein bisschen beruhigt. Einer hat es wirklich gereicht. 1,6. Ich muss mir überlegen, wohin. Ich würde den gerne dahin bauen. Soll ich den Baum ein bisschen auf die Seite nehmen? Suchi? Haben wir gleich. Somit erhoffe ich mir davon, dass es ein bisschen besser mit dem Essen ist. So. Mal gucken, ob ich das hier hin... Ja, ich weiß nicht, ob ich genug Geld habe, ist mir klar. Aber ich versuche dann nochmal... Genau. Sogar günstiger als erwartet, ist schön. Dann machen wir das noch ein bisschen teurer. Immer noch. Kommt keiner dazu. Wir kaufen. Könnte sich ausgehen. Schauen wir mal. Jo, wenn er so weitermacht, dann hat er auf alle Fälle gewonnen. Das gefällt mir schon mal. Dann haben wir zwei verschiedene Buden von dem, was wir brauchen. Das ist schön. Hat auf alle Fälle uns nach vorne geworfen. Sind was fast bei 20.000. So, was haben wir hier? Günstiger als erwartet. Also hier habe ich auch noch Möglichkeiten. Nö, die kaufen. Das passt. Okay. Gut, der generiert halt hier, das ist eine riesen Geldmaschine gerade. Dann würde ich das machen. Dann haben wir zwei verschiedene Futterstellchen. Und einen Infostand würde ich hier gerne noch hinbauen, weil die Leute ja auf die Idee nicht gekommen sind, dass es hier irgendwo auch mal... Der kostet uns. Aber ist egal. Was kostet, kostet. Subi. Haben wir. Was fehlt uns noch? Geschäfte laufen. Nein, das hier vielleicht nicht so. Ich glaube, das, was mich gestört hat, war Ekel, ne? Ja, die Wege sind ekelhaft. Das heißt, dass ich sollte theoretisch... Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir es ein bisschen sauberer kriegen hier. So, dann haben sie das Problem nicht. Eieiei, der läuft jetzt, hä? Der hat gleich wieder Plus. Das ist bei der Einstellung, habe ich einen Fehler gemacht. Leute, jetzt habt ihr was gelernt. Wenn ihr es gesehen habt, habt ihr definitiv was gelernt. Ist. Ja. So einstellen, dass es Sinn ergibt. Der hier gibt, glaube ich, keinen Sinn, weil der gerade leer war. Ja, der ist zu weit weg. Das heißt, ich brauche ein bisschen Besucher. Die knubbeln sich hier vorne alle. Und dann rennen sie.
will auch noch interessante Sachen hinstellen, das heißt also irgendwie Futter geben und Souvenirläden. Ja, hier nochmal was hin. Souvenirläden, was haben wir denn hier? Peppi, Zwinger, Brücke. Den hatten wir schon mal. Küche. Kind. Teenager. Ich glaube momentan ist bei mir, können wir ja da mal reingucken, Erwachsene. Das, was am besten geht. Okay. Nein, das war hier oben. Hallo, ja, die Erwachsenen laufen bei mir am besten, das ist das. Dann machen wir hier mal Erwachsene rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die nach hinten kriege. Na, hier passiert gar nichts. 2, 3. Interessant ist, dass hier hinten und keiner kommt, oder was? Ja gut, die verlaufen sich alle ein bisschen in den Warteschlangen, ne? So. Aber sie laufen. Ja, sie kommen auf alle Fälle vermehrt hier hinten an, weil es gibt... Vielleicht sollte ich hier gleich nochmal einen hinbauen, was zu trinken. Einfach, dass ein bisschen abgedeckt ist. Den habe ich vorne. Habe ich noch was hier? Ich hätte so einen Kaffeeladen gerne oder sowas, aber ne, machen wir so. Und so, dann haben wir hier hinten alles ein bisschen zentrierter, das passt. Nur mal gucken, ob das auch passt von den Preisen her. Günstiger als ich erwartet hätte. Ja, kann ich sogar noch teurer werden. Gut, passt, hab was gekauft. Und es ist nicht zu teuer. Günstiger als erwartet. Ich glaube, das passt vom Preis her doch. 19 plus, das heißt, also hier erwartet es nicht und die essen trotzdem. Gewinn machen wir und hiermit auf. Ist jetzt noch nicht die große Nummer, aber wenigstens was. Ist günstiger als erwartet. Also ich hatte erst einen Gast, also das reicht noch nicht. 2? Nee. Dem war das zu teuer. Na komm mal Leute, bitte. Machen wir es auf. Was hat. Achso, können wir nach vorne gucken. Das ist 7. Und das hier ist 2. Für mittlere Qualität. Okay, was haben wir jetzt? 3000. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Ich lasse es jetzt weiterlaufen. Die meisten Geschäfte müssen Gewinn machen. Jetzt machen wir einfach mal die Heatmap an und schauen nochmal. Ich will jetzt eigentlich abschließen, weil es läuft schon wieder viel zu lange. Hier ist nicht viel passiert, aber ein paar interessante Sachen haben wir schon ausfindig gemacht.
seht ihr jetzt auf alle Fälle, sind wir schon bei manchen Sachen besser im Putz als vorher. Das ist schon mal optim. Eigentlich alles, was Gewinn machen muss, macht Gewinn, oder? Gewinn, 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 Gewinn. Das hier noch nicht. Das weiß ich auch nicht, ob ich das im Laufen kriege. Das macht leicht Gewinn, das passt alles. Leute, ich krieg das hin. Wir machen einen wirklich attraktiven Park, der gut was abwirft. Der macht schon mal fast 1000 pro Stunde. Supi! Ja, da habe ich doch ein paar Problemchen gehabt. Aber die habe ich jetzt so ein bisschen, also wie soll ich sagen, die sind jetzt schon so weit weg, dass ich sage, hey, passt. Wir brauchen uns jetzt keine Sorgen mehr machen, das müsste eigentlich hinhauen. Der Zirkus ist hier noch nicht, ist noch nicht die hellste Nummer, aber sie macht Gewinn, also es reicht mir. Ich will jetzt hier nicht irgendwie, das soll passen. Und das tut es. Die freuen sich im Keks. Die Bewertung ist gut. 880 Leute sind in meinem Park. Wir sind jetzt bei 5000. Wir brauchen nicht mehr viel, um endlich dann abzuschließen. Also das Abschließen wäre dann ja... ich weiß nicht, sollen wir nochmal einen von den... Werkstatt... Ich glaube, ich baue jetzt noch einmal so ein Personalteil. Oder sparen wir das Knete? Ne, wir sparen die Knete. 2000! Alter, was Leute, was ist denn los? Seit wann mache ich so viel Gewinn? Eieiei, 2000 habe ich eingenommen. Naja gut, ich habe hier auch wieder ausgegeben, trotzdem habe ich das Plus gemacht. Und jetzt warte ich nur, dass der Cashflow läuft. Wir nehmen ein 3-2 und geben mal gerade 900 aus. Das ist ein riesen Unterschied zwischen denen, die wir angefangen haben. Und wir machen jetzt also wirklich Gewinn. Klasse Sache. So. Ja, 50. Also die meisten sind davon, du hast Daniel aufnehmen und Achtung, Cashflow ist niedrig. Sind ist mit 6000 gar nicht mehr so niedrig. So. Ich würde hier nochmal weiter runter gehen, das ist zu hoch. Ja, machen wir 5. Machen wir das Öl. Wir müssen weiter hoch rausgescrollt. Ne? Hier machen wir auch 5. So, das müsste hinhauen. Wie viele Leute waren hier? Oder sind hier 27? Es läuft, der macht auch Plus. Okay, futtern, Taschen, Partie jetzt verkaufen, würde ich sagen. Super. Und automatisch ziehe ich die Leute nochmal hier hinten hin. Nichtsdestotrotz, komisch. Also ich dachte hier, ich kriege den besser zum Laufen, ist aber nicht der Fall. Das Einzige, was sein kann, ist, hat die Verbindung gelegt. Sagen wir immer noch, so gut, gut. Ne, passt. Gut. 8000, okay. Kommt Leute, ich gebe euch Geld aus. Ich hoffe, dass ich das dann nicht bereue. Die Seite. Ja. Okay, 23.000. Ist Unternehmenswert. Ja, okay. Das liegt, glaube ich, daran, weil... Hat das schon 30.000 erreicht? Da ist... Nee, sagt er 30.000 jetzt erreichen. Ne, ist egal. Complete the Tutorial, das bedeutet wirklich nur noch ganz schnell die 30.000 verdienen. Wie auch immer. Lassen wir es laufen. Und wenn wir es laufen lassen, dann haben wir es im Endeffekt. Was mich wundert ist, die gehen bis dahin, aber nicht hier rüber, ne? Vielleicht, ich muss hier nochmal ein Geschäft hinbauen. Und ich werde hier... Ja, das mache ich jetzt auch. Den Eingangsweg hier. Ach, wenn wir den nicht so lange brauchen, aber den werde ich jetzt anders setzen. Stop. Halt, stop. Ich fühle mich gemobbt.
Schon wieder Massenlöschen. Welche habe ich jetzt genommen? Die. Nein, nicht löschen, sondern... Habe ich zwei verschiedene genommen? Nee, ist egal. Weiter geht's. Ich habe die leise Hoffnung, dass ich die darüber besser kriege. Das ist ein Hauptweg an. Dekoration. Vielleicht hilft dir aus dem Torbogen. Das ist Attraktion schön. Die leise Hoffnung, dass das hier Auswirkungen auf die Besucher hat. Man sieht auch gleich, was ich gemacht habe. Da fehlt nicht alles. Blumenbeete und. Das ist geklatscht. Scheiße. Habe ich alle? Ich hab auch keine. Und? Stehen sie besser an? Ne, immer noch nicht. Aber sie sehen es jetzt. Das ist mal gut. Jetzt haben wir zwei, haben wir auf der Tasche. 23,5 sollen wir haben. Also irgendwie muss ich nochmal 7.000 herkriegen, damit ich dann noch eine Attraktion kaufen kann. Das Riesenrad haben wir schon. Das auch. Nervenkitzel können wir nochmal irgendwie machen. Ich glaube, das ging mal recht gut. Die Jobzone. Fliegender Teppich. Kostet nur 600. Das Doofe ist, muss ja auch ein bisschen was kosten. Na, wobei. Kann ja sein, dass der Marktwert besser ist. Als das Gerät selber. Weil das so gut ankommt und. Also, da muss man mal schauen. Gut, nehme ich dann hier den nicht, das ist zu groß. Ja, der müsste relativ, oder der geht normalerweise recht gut, ich nehme den hier. Jetzt warten wir, bis die 3.9 drin ist, dann baue ich das hier hinten hin. Und meine Hoffnung ist, dass wir dadurch ein bisschen besser wegkommen. Naja, fast 1000 mache ich wieder plus. 857 sind drinne. Das Video wird wieder ellenlang. Aber ich habe gesagt, ihr könnt auch weiter skippen, wenn ihr möchtet. Nicht, dass ihr trotzdem wir gleich unserem Ziel endlich so nah wie schon seit Ewigkeit nicht mehr. So, jetzt kann ich es bauen. Und. So. 27.000. Jetzt muss das mir zum Laufen gebracht werden. Und dann hoffe ich, dass das gereicht hat. Der Eingang. Und der Ausgang. Ups. Ja, ich weiß. So. Und dann das. Dann den Preis anheben und öffnen. Und jetzt warten wir mal darauf, dass da was passiert. Eigentlich sollte der so schlecht nicht sein. Ja, der wird schon mal angenommen. Ist nicht einfach nicht intensiv genug. Ja, ja. Der Preis wohl scheint so passend zu sein. Wir gehen rein und es kommt nicht. Ja. Okay, der kommt nicht, das ist zu günstig. Das passt schon mal. Marktwert hat sich nicht beeinflusst. Das scheint wohl nicht das Beste. Die beste Attraktion zu sein. Okay, dann würde ich sagen, wir bräuchten noch eine Gerätschaft. Dann nehme ich jetzt einen von denen, die wir eh schon haben. Das ist toll. Nicht genug von uns für die Mitte. Und nee, das passt da nicht hin. Willst du wirklich hier reinbauen? Ich mach das wirklich hier rein. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Pesete, also 3,9, und dann dürfte theoretisch unser endlich dieser Teil abgeschlossen sein.
Es wird wohl so sein, dass die nächsten auch ein bisschen länger dauern. Also wir hatten bei den anderen immer so, bei den anderen vorherigen 5, was sind das, 6, die waren recht fix zu erledigen. Da ging es auch eher um so, wie soll ich sagen, um grundlegende Sachen. Und jetzt ist halt, jetzt ist schon die Hausnummer, die ist ein bisschen größer. Aber ich erhoffe mir jetzt davon, dass es jetzt ein bisschen mehr Spaß bringt. Also was wir rausgefunden haben dieses Mal, und das muss ich resümieren, das finde ich gut, ist das Einstellen von der Effektivität der Bahn, also preismäßig. Jetzt ist noch die Frage, die Länge, welchen Einfluss das hat, wie lange man dann diese Attraktion nutzt, ob es dann auch besser ist, wenn man eine Runde oder zwei Runden, das muss man ausprobieren. Und ich denke, das liegt auch am Publikum. Also das gebaut und macht nichts. Doch, das verringert automatisch den Wert. So, schließen wir nochmal an. Und... Ach nee, also, hat ein bisschen gedauert. Schau an. Du schreibst schwarze Zahlen und schaltest Werbeanzeigen. Und ist der Park größer als beim meinem letzten Besuch? Ich muss zugeben, ich bin ganz schön beeindruckend. Beeindruckend, ja. Das, was ich gemacht habe, beeindruckend. Ja, supi. Dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt Feier. Ich danke euch, dass ihr das hier noch hingeguckt habt. Und wie gesagt, wenn ihr es gesehen habt, schön. Wenn nicht, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.